Yo, hallo Leute, herzlich willkommen. Neues Video von LMS Clan TV. Wir sind zurück mit Assassin's Creed 4 Multiplayer Spiellaboratorium oder Game Lab. Ganz einfach. Genau. Wir machen das gleiche wie im letzten Let's Play. Oh ja, Regale, ne? Warte. So, und ich setze mich gerade mal ein bisschen um. So, hier Spiellaborregeln natürlich für alle, die es noch nicht wissen. So. Hier, dies, das. So. Dies, das, jenes, bam, bam, bam. Und so, Leute, hier, Money Bomb ist natürlich verboten. Das ist total Overpower, weil, ohne Scheiß, ich meine, das Ding musst du nur werfen und die Zivilisten gehen drauf, ja? Ich höre Zivilisten! das ist, jetzt mal böse gesagt, voll die Taliban-Taktik. Oh mein Gott, halt ich werfe eine Money Bomb und Zivilisten gehen drauf. Schon wieder so eine Powerline, ey. Ja, sie machen es diesmal so, da wie die letzten beiden Runden gekonnt verloren haben. Ja, Mann, machen wir jetzt noch eine. Verteidigen. Ich unterstütze meinen Bruder in der Verteidigung. Aua, ich bin gerade 100 Metern runtergefallen, Digga. Ich hab's voll überlebt. Angst! Okay, das ist einer. Ey, das ist so geil, Mann. Wenn hier jemand Stealth reingeht bei dem Mode, man den verspottet und denkt so, ich kenn dich doch gar nicht, wie kann das sein? Ich Idiot, fall in den Heuhaufen, weißt du, wie scheiße bin ich eigentlich? Chris, das meinst du gerade nicht ernst, oder? Wieso, was macht er? Oh mein Gott, Chris, Alter, ist das gerade dein Ernst, Mann? Ist Chris AFK oder was? Nein, ich visier den an, seit 20 Sekunden, Mann, ne? Der geht hier entlang, Chris geht erstmal so... Ja, ich sehe nichts, ne? Da denke ich vielleicht, okay, vielleicht geht er da so Stealth rum, damit er den nicht sieht. Max geht auf den zu, stun ins Gesicht, Mann. Ey, ohne Witz, du. Alles okay. Vielleicht kriegt er jetzt gleich so ein paar schwarze Punkte auf für Arme. Digga, ich kann ja alle anvisieren, ich weiß, wo die sind. Ich bin kein Weil Fall. Ich einfach G bin. Okay, die sehen mich nicht, Leute. Das ist witzig. Ist der echt so blöd? Dann werde ich den jetzt mal stunnen. Ja genau, ich konnte ihn gerade nicht killen. Ich stand direkt neben dem, konnte nicht killen. Gut, dass er einen Aufzug dafür kriegt. Leute! Mann! So. So, wunderschöner Double-Kill. Double-Kill. Warum ich nicht gedings habe, weil ich hatte Angst, dass der Typ sich kohortet. Also normalerweise, also außer jetzt in Let's Play, ne, da kannte ich es immer so, es war halt immer zwei Verteidiger, ein Angreifer. Wie gesagt, wir haben es jetzt nur 6er-Lobbys damit vollgekriegt. Es lief halt immer so ab, dass die ersten irgendwie 6 Minuten ist kein Artefakt geholt worden. Ab dann ging es dann bis zum 4:4 hoch oder was weiß ich was. Ey, richtig krass, Mann. Ja. Leute, übrigens, ne, altbekannte Map, ne? Ja, und übrigens, mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar sind ja hier die klassischen Capture the Flag Regeln angeblich drinnen, ne, wie uns der Alex hier verkaufen will, ja. stimmt nicht. In den richtigen Capture the Flag Regeln ist es doch so, dass man erst nach 7 Sekunden wieder respawnt. Also beziehungsweise dass man nicht ja, instant jetzt vom Artefakt. Oh mein Gott, bist ohne Witz, Mann. Ey. Nimm dir einen Job als Besserwisser an, ey, damit bist du am besten besiegt. Als Bettler. Als Besserwisser. Als Besserwisser. Besserwisser. Aha. Hier ist jemand. Ja, ich bin tot. Oh Gott, Alter. Immer sind diese Schreckmomente, ey. Janis, man hört dich nur noch übel leise. Ich sollte bei Justin Bieber Background-Sängerin werden, ey. Janis. Ja? Du bist übel leise geworden. Ja? Echt? Ja, jetzt das geht. Ist, weil ich vorhin gerade geschrien habe. Dann hat es kalibriert wahrscheinlich. Kalibriert. Warte, wenn ich jetzt ein bisschen leiser rede, dann wird es, denke ich, mal wieder lauter, oder? Jo. Sieh der Jo. Ja, das ist halt. Das ist mein G-Mikro. Das ist mein G-Mikro. Denn mein G ist Mikro. Ne? Das war zwar voller Selbstdiss, aber. Hey. Oh, der hängt da. Der hängt da wie Banane. Hey, ich schwör's dir, Mann. Digga, ich hab das Artefakt, aber ich hab halt nur Hemm. Kein Problem, warum hast du Hemm dabei, Digga? Ja, du weißt, weil ich hab die Fähigkeit vorhin gerade freigeschaltet. Hab einen. Sein. Einer ist tot, einer ist noch hier. Marcel ist noch hier, deswegen sag ich Marcel. Boah, was? Oh mein Gott, Leute, wurde ich zurückanimiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist zu viel. Was ist mit dem?
Power Ranger Leitung. Power Ranger, let's go Power Rangers. Ja, Mann. Wer mag Power Rangers? Also ich nicht. Ah, nee, das ist anders. Nein, Scherz. Los, beweg deinen Arsch, Mann, in die gegnerische Base, Alter. Was ist los? Ja, ich bin ja schon wieder dran, Master. Du bist wie der Vater von Malfoy. Snackverkäufer. So, wer den Malfoy gecheckt hat. Von Malfoy, ja. Malfoy. Wenn du den... Also Leute, schreibt mal rein, von wo das ist, ne? Wo das der Vater von Malfoy Snackverkäufer ist. Wer das weiß, der kriegt einen 7-Tage-Goldcode von mir. Das kleines Gewinnspiel. Gewinnspiel jetzt auch noch reingebracht. Wir machen hier wohl die kranken Cheat und so. Ja, Mann. Wenn schon, denn schon, ne? Hat der das Artefakt? Niemand hat das Artefakt. Oh, scheiße. Ich hab ihn geneift. Ohne Witz, das sieht man doch, Mann. Ja, ich war Panik. Ich war Panik. Ich war Panik, mein Bruder. Und scheiße, ey. Niveau senkt. Ah, da liegt der Sprengfalli. Warte, ich verarsch den mal und spring in die Sprengfalle. Dann denkt der sicher, ich werde gedingst. Aber ich werde nicht. Ah, nein. Oh, Mann, das geht ja so lange, bis man das hatte. Ach, ich bin so blöd. Ich vergesse die ganze Zeit, Mann. Oh, scheiße, ist das doof. Ja, und das Animus-Schild hat er ja sowieso gesehen. Ach, ohne Scheiß, ich werde immer blöder hier. Oh Gott, ey. Ich sollte ein bisschen Gehirntraining machen. Ich sollte mehr essen. Gehirntraining, ich sollte mehr essen. Ja, das passt. Essen ist das Heilmittel gegen alles. Okay, ich krieg den nicht, Mann. Okay, ich kann's noch probieren. Ich kann's auch noch probieren. Was? Nee, hab ich nicht. Oh, Leute, echt, Mann, ohne Scheiß, ich bin so dumm. Ich war aber auch über dem. Ich war über dem. Aber der ist halt einfach gesprungen. Aber ich konnte kurz Zeit lang X drücken und ich hab X gesmashed und. Ey, ohne Witz, weil bei mir klappt ja gar nichts, Mann. Ey, das ist unglaublich. Scheiße. Aber Leute, ne, ihr müsst mir auch ein bisschen verzeihen. Ich bin kein Angreifer, aber eigentlich bin ich eben doch Angreifer. In AC4 habe ich das Gefühl, dass ich mich zu einem Angreifer entwickle. Und ich spring wieder in den scheiß Heuhaufen hier, ey, ohne Witz, Mann, der ist so kacke. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Heuhaufen sind gar nicht mehr so schlimm wie in AC3. Ja, AC3. Ich find's ja ehrlich gesagt schlimmer. Ey, aber ich höre mich bei dir doppelt, ne? Du hörst dich doppelt. 1, 2, 3, Doppelreihe. Das war's. Mann, ohne Scheiß, was seid ihr so blöd aggro, ey? Aber ohne Witz, ich hätte mein Knife eigentlich auch stecken lassen können. Ich hätte ihn sowieso nicht gekriegt. Das läuft hier noch auf ein 1:5 raus, ne? Guten Tag! Auf ein 1:5, ist okay. Also Jan, das kriegt noch 5 Artefakte. Schaut euch am besten noch nicht das Ende des Let's Plays an. Versprecher vor der Win und so. Ja, und Leute, wie gesagt, ne, schreibt uns einfach mal die Ideen vom Gamelab in die Kommentare rein und dann werden wir das mit euch zusammen, wenn ihr auf der Xbox spielt, umsetzen. Wenn nicht, wenn ihr uns jetzt zum Beispiel nicht in der FL habt oder so, schreibt uns einfach, ne? Also, wir beißen nicht oder so. Genau, so. Ach, private Hunde, so. Nachricht. Auch wenn es natürlich sehr intim ist, so eine private Nachricht, es ist nicht. Ach, kacke, Mann! Wir erlauben es euch, Leute. Wir erlauben es euch. Okay. Okay. Ah! Was? Artefakt ist weg. Ey, nein, ohne Witz, Alter, die Leitung fucken so ab, Mann! Guckt euch den Scheiß mal an, ey! VET, ey, ohne Witz! Was geht mit euch? Euch? Das ist ein einziger aus Folge. Ja, eben. Ja, aber der zählt mit seiner Leitung, zählt er 4-4. Ich werde die ganze Zeit zurückanimiert. Das scheißt so an. Und die Agro-Gun war ja gerade mal... Das war schon fast ein bisschen französisch, so schlimm war die, Okay. Das nehme ich jetzt Franz, als, ne? Beleidigung. Rassist. Franzosen, ne? Ihr wisst ja wieso, dass die Franzosen Franzosen halten. Die haben ihre Fransen in den Soßen. Fransen in den Soßen. Ich bin sicher, mein Freund. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ach, Mann, ich bin so schlecht gerade. Es ist nicht schlimm, Jan, es ist nicht schlimm. Ja, das sieht jedem an. Nein, ich bin ja auch nicht schlecht, aber... Jetzt schreiben wir, du kommst da rein, du bist doch schlecht. Nein, aber ich reiß es irgendwie gerade nicht. Ich bin gerade irgendwie nicht so auf meinem... Top Level. Also ihr müsst wissen, Janis ist normalerweise so, der holt 10 Artefakte pro Sitzung. Oder auch nicht. Aber jetzt halt gerade nicht. So ist es normalerweise. Aber man kann ja,
Deswegen ist immer so vom Normalfall ausgehen, ne? Und Giannis. Unterschied zwischen Normalfall und Giannis ist halt, ja, 10 Artefakte. Fick dich. Okay, da hat mich spätestens jetzt hat er mich bemerkt. Ich hab ein. Oh, ich dachte schon, ich hab einen Dunstone reingekriegt, Alter, das war knapp. Ach, ohne Scheiß. Die kommen bei uns gar nicht mehr vernünftig rüber, ne? Das ist richtig asozial gerade, Mann. Ja, aber ohne Witz, ey. Keine Ahnung. Typisch LFA, Mann. Ich schwör's dir, typisch LFA. Janis! Was? Janis, das sind zwei hier. Entschuldigung, ich hab Schnupfen. Ist okay, mein Freund. Ist okay, ist okay. Nee, Alter, es fuckt mich gerade so ab, dass ich die ganze Zeit an diesem einen verrecke. Wem eigentlich? Ja, Janis, das, jetzt musst du es kriegen. Jetzt rennen sie zurück. Hör mal, ich sag, es sind zwei drüben. Was macht Janis? Ja, ja, ich hab Zeit. Ich lass dir mal Zeit, Leute. Alles okay. Ja, scheiße, von wegen zwei drüben, Alter. Hier, da war jetzt noch einer oben. Ja, wenn du dir Zeit lässt, bis die da zweimal wieder. Ich lass mir Zeit. Ich hab in dem Moment, wo du es gesagt hast, das Artefakt geholt und einen gestunt. Red doch kein Bullshit, Mann. Doch, ich schwör. Ach, red doch kein Bullshit, Mann. Schwör. Guck dir die an. Du schwörst gar nicht, ich schwör, Digga. Alter, du sagst, du hol dir das Artefakt, mach schnell, ich mach Naked Stun, hol mir das Artefakt und du sagst, ich bin zu langsam. Oha! Also, sag mal bitte, Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Zwischen dem, was ich gesagt habe und er überhaupt in die Nähe des Artefakts, was ich so erblickt hat. Verratet mich mal bitte. Das waren, glaube ich, ungefähr 5 Minuten oder so, Mann. Das waren locker 1,5 Sekunden. Ja! 1,5 Sekunden, Mann. Chris hatte Zeit, einen zu killen und Chris Porter schon immer 20 Sekunden. Ey, ohne Scheiß. Das sind so Wichser, wo die ihre Springfallen legen und so. Mann, aber die hängen auch zu zweit hier, ne? Ich verreck zwar immer nur am einen, der hinten hockt, aber es ist immer noch ein zweiter hier. Das heißt, wenn ich das Artefakt hätte, würde ich dann es trotzdem verrecken. Es sind gar kannst du mir mal anhelfen, kannst du mir mal anhelfen zu verteidigen? Also an Hangar reifen. Kann ich machen. Du musst den Hangar angreifen, weißt du? Hangar reifen. Vielleicht ist auch. Vielleicht musst du auch den Reifen angreifen. Den Achtung, der hat dich gesehen. Die haben dich beide gesehen, aber du lenkst die super ab, Alter. Finde ich toll von dir. Der hat gerade den Smoke hinter der Wand gegen mich gedroppt, dieser Wichser, Mann. Jascha, ich schwör's dir, Mann. Du bist du tot? Im Tode geweiht, ja. Du hättest das Artefakt aber gönnen können. Ja, ich hätte, aber ich war zu dumm. Okay. Ey, Mann, Alter, dieses 1 zu 5 regt mich aber auch so auf. Sag, der ist weg. Warte, Janis, ich bin und warum? Ich sag nichts. Ich halt mein Maul. Der ist auf die Töne reingefallen. Komm entgegen, Digga. Okay, lass es bleiben. Schon okay. Ich bin geneigt. Ich hol mir Rebound. Ja, der hat einen Animus-Schild an. Diese scheiß Kachbars, gell? Hätte ich jetzt einen Smoke gehabt? Das spawnt einer, meine Freunde, das spawnt einer. Das spawnt wird in meinem Arsch. Ist nicht gut. Kennt ihr die Szene, ne? Ich hab Samen im Arsch. Was? Ja, aus Hangover 3. Geil. Ich hab Samen im Arsch. Samenmarsch. Das ist ein Samenmarsch. Samenmarsch. Hä, wie geil. So, ich werde mich gleich verkleiden und dann ganz stealthy Belfi da rein. Delfern. Kennt ihr die Alkali-Folge, wo sie Chuck beibringt, dass Dörm oder so eine Zahl sei? Die ist so endlos witzig. So gar nicht. Endlos witzig. Fast so wie eine liegende 8. Also so endlos halt, wisst ihr? Ja, du bist auch so ein G und ist Cornflakes. Ohne Milch, ne? Scheiße, ich hab Snipe versaut. Fuck, das war blöd von mir. Richtig blöd von mir. Oh Mann, diese zurück, gar nicht mehr. Alter! Ja, ich hab gerade in die Hände geklatscht und dachte. Ich hätte gerade ehrlich das Geräusch. Ja, aber ich hab so eine Reaktion entwickelt. Wenn ich wütend werde, das ist die erste Aktion, die man macht,
und Jola loslassen. Ja, ich nicht. Und dann umschlagen. Bei mir fällt der auf den Boden. Achso, ja, okay, das ist klar. Oh, jetzt tun die Hände weh. Jan ist eines bei mir, der hat mich gerade gekillt, hol dich schnell das Artefakt, beeil dich! Ja, genau, ich bin ja nur noch so mega weit entfernt, aber ich gebe mir Mühe, dass ich deine Ablenkung auch ausnutzen werde, ne? Das war keine Ablenkung, das war Absicht. Komm her, Jan, was jetzt machst? Hol dir doch das Artefakt, Mann! Ja, ich war ja nach vorne! Ich traf mich nicht mehr, Leute. Ach, scheiße, ist das eine Kackrunde, ey, ohne Witz. Aber ist besser als die davor. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tode ich hab, Mann. Oh, ich muss gleich heulen. Ey, Leute, ich bin hier wirklich einem gerade hinterher getorkelt, ne? Ohne Witz, der steht so über mir, ne? Ich will so einen Grab machen, ich bin noch 2 Meter rechts neben ihm hängend entfernt. Ich gehe da so ganz langsam zu ihm, ganz... Und ich hab den Grab nicht gekriegt. Ja. Oh Leute, ey, die Runde, Mann, ohne Witz, ich hab 16, 17... Ey, ohne ja, Witz, sexy Let's Play jetzt einfach mal hier so die Scores verfälschen oder so, wenn ihr die Folge gesehen habt, die war so geil, Mann. Die haben so verkackt, die Runde, ne? Und am Ende steht halt irgendwie 10 zu 0 und Kai hat 17.500 Punkte. Ist so geil, Mann. Ey, nee, also Leute, ohne Witz, ey. Trotzdem. Solche Runden müssen eben auch mal ihr zu euren Seen zu kommen gekommen werden. Ja genau, dann könnten sie nicht sagen, so für Leute, die ja das jetzt noch gesehen haben, ja, also wir laden hier nicht nur Sachen hoch, wo wir gewinnen, sondern auch einfach so dermaßen auf die Eier kriegen, dass es wehtut. So. ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich auch. Ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben, genau, wenn nein, dann habt ihr ein Problem. Und war voll arrogant, ich entschuldige mich für das. Seht, ich mache auch Selbstreflexion, denn das ist der beste Weg zur Besserung. So, und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao. Auch von mir bis zum nächsten Mal. Tschüss. 3, 2, 1. Jo Leute, ihr seid jetzt in unserem Endscreen und links kommt ihr zu unserem letzten Video. Und rechts kommt ihr direkt auf unseren Channel drauf und nochmal in der Beschreibung könnt ihr auf unseren Twitter-Account, Facebook-Account und natürlich zu unserem Livestream Twitch-Account, wenn wir da ein Video machen. Also Leute, macht's gut. Ciao. Ciao. Big